Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Trek of Heroes. Und in diesem Video schauen wir uns mal den Live Q&A an vom 6.4. Vorige Woche Freitag. Da wurden wieder einige Fragen gestellt und ich habe mir gedacht, diesmal machen wir mal ein Video von. Von dem letzten habe ich ja keins gemacht, sondern habe das versucht ein bisschen im Livestream einzubauen. War aber nicht ganz so erfolgreich. Ich wurde dann lieber selber ein paar Fragen gestellt und dann war das Ganze anders in den Hintergrund gerückt, deswegen hier jetzt ein extra Video dafür. Ich habe auch nicht alle Fragen übersetzt, werde auch nicht alle Fragen hier in dem Video zeigen, sondern ja eine große Auswahl eigentlich. Und ja, dann hoffe ich, dann habt ihr viel Spaß daran. Und los geht's mit der ersten Frage. Ist diese hier. Mit der bevorstehenden Ankunft eines neuen Han Solo und einem neuen Chewie würde es bedeuten, dass eine Veranstaltung bevorsteht, die beide braucht. Ist das eine zutreffende Annahme? Und wenn ja, können Sie in dieser Hinsicht andere Informationen teilen? So, und die Antwort ist in Bezug auf die Solo-Inhalte. Halte bitte Ausschau nach Neuigkeiten in den kommenden Wochen. Ja, da der Film ja am 24. Mai kommt, denke ich mal nicht, dass wir was sehen werden vor dem 24. Mai, also im April vielleicht mal sehen, ob da schon was auftaucht, informationstechnisch. Aber ich denke mal, das werden sie dann alles eher zu dem 24. Mai dann rausbringen wollen. Weiter geht's. Die Frage hier. Kürzlich hat es den Anschein, dass die Charakter-Release Pay-to-Play-Spieler belohnt hat und ich verstehe, dass sie das Spiel im Laufen haben, können jedoch Free-to-Play-Spieler irgendwelche Hauptcharaktere erwarten. Und die Antwort ist diese hier. Ich würde sagen, dass die Charakter-Release-Kadenz alle Charaktere letztlich für alle Spieler verfügbar machen soll. Um deine Frage speziell zu beantworten, wir haben nicht die Absicht, in naher Zukunft die Charaktere außerhalb von Marquee, legendären Events und Raid-Belohnungen zu veröffentlichen. Also, da wird es keinen Charakter geben, den man wieder auf 7 Sterne bekommt, ja, einfach so, weil man das Spiel spielt. Ja, wir erinnern uns, als zum Beispiel der K2SO gab es auf 7 Sterne, natürlich nur für Android-User, ich glaube für iOS, was gab es da irgendwie gab. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Diese Frage hier kam auch öfters mal und warum können Spieler ihre Zeitzoneneinstellung nicht ändern? Und die Antwort ist, wir haben darüber ein bisschen mit dem Game Changer Half-Face gesprochen. Das ist, der ist recht neu, ist bei Team Instinct. Aber kurz gesagt, es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Flexibilität und dem Schutz gegen potenzielle Exploits. Wir möchten es den Leuten erlauben, ihre Zeitzone aufgrund von Umzügen oder außergewöhnlichen Umständen selten zu ändern. Aber wir haben die Technologie noch nicht priorisiert. Ja. Das heißt also, sie würden das gerne machen, dass man das mal wechseln kann. Allerdings ist das halt noch nicht umsetzbar, scheinbar bis jetzt. Hat wahrscheinlich auch keine hohe Priorität, denke ich mal. Ja. Und weiter geht's mit dieser Frage. Wird EA jemals erkennen, was wahrscheinlich die größte Ressource für ernsthafte Star Wars Gangs of Heroes Spiele außerhalb des Spiels war? Insbesondere all die harte Arbeit, die diese Leute bei SWGO.GG tun, um die Daten des Spiels zu meinen, damit wir Mods wechseln können und so weiter. SWGO.GG ist immer noch eine Seite, die ich jedem empfehlen kann. Ja, macht euch da einen Account, linkt euren Account, euren Spielaccount da rein und dann könnt ihr schon mal, habt ihr sehr viele Vorteile in Bezug auf Mods. So, und die Antwort dafür war, was für Spieler nicht offensichtlich ist, haben wir mit den Leuten gearbeitet, die SWGO-Seite am Laufen halten. Dazu gehört, dass sie frühzeitig über signifikante Änderungen informiert werden, damit sie ihre Webseite besser vorbereiten können und dass sie einen direkten Zugriff auf die Daten haben, damit sie die hilfreichen Dienste besser bereitstellen können. Wir sprechen jetzt aktiv mit ihnen über zusätzliche Integrationen. Das klingt, zusätzliche Integrationen klingt sehr interessant. Wer weiß, ob die nicht sogar irgendwie das Mod-Management über die Seite mitgestalten. Also, es könnte durchaus sein, dass sie das irgendwie zusammen bauen.
Das ist das, was mir jetzt so eingefallen ist dazu, dass das eventuell um Mod-Management selber geht. Aber es könnte natürlich auch irgendwas anderes sein. So, weiter geht's. Diese Frage hier. Gibt es irgendwelche Pläne, Mods ihre eigene Energie zu geben, da alles andere seine eigene Energie haben wird, einschließlich der neuen PvE-Schiffstische? So, und die Antwort dafür ist, wir haben die Möglichkeit für das Mods-Farm langsam erweitert und beobachten immer noch die langfristigen Auswirkungen des Wechsels des Modshops auf Credits und Schiffsbaumaterialien. Das scheint also, das lassen sie drin erstmal, aber es kann sich auch noch ändern. Wir wussten, dass viele Spieler viele Credits für hochwertige Mods ausgeben würden, da sie jetzt im Spiel besser sichtbar sind, aber wir warten immer noch darauf, ob der Kauf von Mods zu einem langfristigen Teil der täglichen Routine der Spieler wird, bevor wir den nächsten Schritt machen. Immer sehr lange Sätze. Wir haben viele Pläne, diese Verbreiterung, weiter Ding heißt fortzusetzen, aber momentan ist kein dediziertes Energiesystem für Mods in diesen Plänen enthalten. Aber das könnte sich in Zukunft ändern. Ja, ich denke immer noch, dass das Ganze mit den Mods irgendwann mal zusammenkommt, wenn sie auch wirklich das Mod-Management einbauen. Und dann, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mod-Management und 7-Sterne-Mods, also bis zu 7-Sterne-Mods, gleichzeitig kommen wird. Ja, sie werden das wahrscheinlich groß aufziehen. Ja, ein großes Mod-Update machen und dann gibt es halt Mod-Management, 7-Sterne-Mods und vielleicht sogar eine Integration über die swgo.de-Seite. Wer weiß. Ja, sowas kann ich mir durchaus vorstellen. So, weiter geht's mit der Frage hier. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, wer Zetas im Ingame-Gilden-Chat verteilt? Ja, ihr wisst ja, inzwischen kann man wieder sehen, wer seine Charaktere eine Stufe erhöht, wer seine Charaktere freischaltet, wer die Ausrüstungsstufe erhöht und so weiter. Ja, das kann man inzwischen wieder sehen. Und da ist jetzt die Frage zu den Zetas. Wer also Zetas verteilt, was ja durchaus wichtig ist. Vor allem für Gildenleader, die sehen, ach ja, hier, da Cup, wenn er einer hätte, hat jetzt irgendeiner Zeta drauf verteilt. Ja, sowas wollen wir natürlich nicht sehen in der Gilde und sowas kann man dann auch. Deswegen ist die Frage auch ziemlich wichtig, finde ich. So, und die Antwort ist ja. Aber jetzt noch nicht. Wir überprüfen die Chat-Announcement-Technologie. Ja, das haben sie in Ausrufungszeichen geschrieben. Im Allgemeinen, aber wir haben in naher Zukunft keine Updates dazu. Es ist etwas, auf das wir gerne zurückkommen und es verfeinern würden. Ja. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass das nicht direkt dabei ist, wenn sie diesen Chat überarbeiten. Da hätten sie das ja gleich mit reinmachen können. Weil, warum nicht? Es dürfte ja auch nicht so schwer sein, wenn sie eh schon an dem Chat arbeiten. Dann einen kleinen Zusatz dazu schreiben zu diesem Chat-Announcement, dass man sieht, wer C das verteilt. Das dürfte eigentlich nicht wirklich das Problem sein. Selbst für. Ja, also, ja. Ich stelle es mir immer leichter vor, als es wahrscheinlich ist, aber. Ja, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage ist: Wo ist Padme? Und warum ich das jetzt mit rausgesucht habe, ist, weil die Antwort hier ist. Wir können nicht darüber sprechen, wann sie ankommen wird. Dieser Satz wird mehrfach in diesen Fragen und Antworten hier aufkommen, nur einmal nicht. Und das finde ich sehr interessant, weil das ein kleiner Hinweis ist, dass tatsächlich Padme kommt. Ja, so, sie sagen nur noch nicht wann. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. So, die nächste Frage ist: Wann können wir Informationen über Bosskarawanen, Fähigkeiten und so weiter. So, und die Antwort darüber ist: Wir werden Informationen preisgeben, wenn wir seinem Veröffentlichungsdatum näher kommen. Wie gesagt, ich denke immer noch, dass es im April ist. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass mit unserer zunehmenden Kommunikation die Zeit zwischen einer Kommunikation und dem Release von etwas wir neu kalibrieren müssen. Das ist ein Satz, den muss man nicht verstehen. Aber dahinter der Satz, der macht schon mehr Sinn. Wir versuchen transparenter zu sein, was bedeutet, dass einige Informationen viel früher kommen als bei anderen Charakteren in der Vergangenheit. Ja, die habe ich jetzt ein bisschen umgeschrieben. Coming much earlier than it used to. Ja, das waren ja andere Charaktere damit gemeint. Also man könnte durchaus jetzt eher Informationen über Boss bekommen, vielleicht die Woche schon, wer weiß. Und der Charakter kommt erst in Ende April zum Beispiel. Ja.
Vorher war das ja nicht so möglich, da kam das ja immer nur in derselben Woche. Ja, Montag kam die Information, das Kit wurde released und wir haben es dann ein Video gemacht und am Donnerstag oder Mittwoch kam man danach schon. Ja, und ich denke mal, dass die wollen, dass das eventuell vielleicht ein bisschen weiter in der Zukunft ist, aber man Informationen schon bekommt. Das wäre sehr zu wünschen. So, nächste Frage. Plant ihr die Grafik-Engine in Zukunft zu erneuern oder wird es nur in Galaxy of Heroes 2 sein? Also ich finde, die Frage ist sehr interessant, weil sie eigentlich absolut null Sinn macht. Grafik-Engine wird wahrscheinlich nie passieren, weil das Spiel einmal bei so vielen Leuten läuft und du musst ja dann meistens ein neues Handy oder ein neues Tablet kaufen. So, und Galaxy of Heroes 2, will das irgendeiner? Ich glaube nicht, weil dann fängt es ja wieder von vorne an. Aber trotzdem, die Antwort ist, wir haben keine unmittelbaren Pläne für eine umfassende grafische Überarbeitung. Wir behalten absichtlich die Größe der Dateien klein, um die Größe auf den Geräten des Spielers zu reduzieren und sicherzustellen, dass das Spiel auf den verschiedenen Geräteprofilen gut funktioniert. Ja, es gibt ja verschiedene Größen. Nicht jeder hat, was weiß ich, 128 GB Platz. Ja, und man kann da halt nicht den ganzen Platz für das Spiel verwenden. So. Weiter geht's. Das heißt, wir könnten sicherlich wiederkommen und das Aussehen des Spiels aktualisieren. Es ist mehr eine Frage der Priorität und des Feedbacks der Spieler. Ich denke eher nicht, dass die Grafik da irgendwann mal verbessert wird. Vielleicht kleine Sachen, ja, während des Kampfes zum Beispiel, dass man endlich mal. Ja, vielleicht die Kamerawinkel irgendwie ändern kann oder irgendwas. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber große Änderungen werden da nicht kommen. Also, dass das komplett anders aussieht, wie zum Beispiel jetzt Marvel Strike Force ja, als Vergleich, dass das auf einmal dann so aussieht, glaube ich ja nicht. So mit Rektor, falls ich das was sagt. So. So habe ich jetzt die Fragen noch etwas übersprungen und jetzt auch hier nochmal dasselbe, ja. Wann werden Jedi überarbeitet? Wann werden Jedi überarbeitet und wann Shaak Ti? Shaak Ti ist, ja, könnt ihr selber mal gucken, wer das ist. Und die Überarbeitung der Jedi, und die Antwort ist halt, wir können nicht darüber sprechen, wann sie ankommen wird. Ja. Da haben sie wahrscheinlich Copy and Paste gemacht, irgendwie den Satz haben wir selber kopiert, weil es nicht ganz hinhaut, aber wahrscheinlich war es auf Shaak Ti bezogen. Auch hier wieder, sie können nicht darüber reden, wann. Aber das, was kommen wird. Dass sie sogar kommen wird, kann natürlich auch sein. So, die nächste Frage. Warum sind die Ausrüstungsanforderungen so unausgewogen? MK3, Kabandis und so weiter. Ja, seht ihr. Gibt es Pläne, die Belastung in naher Zukunft zu verringern? Die Belastung klingt dann wie sehr merkwürdig, außer alles geschrieben. So, und die Antwort ist, wir haben in den letzten Monaten Stück für Stück die Ausrüstungseinnahmen für die meisten Spieler deutlich verbessert. Das ist vollkommen richtig. Also ich habe es schon gemerkt, dass man eindeutig mehr Ausrüstung bekommt und schneller. Aber wir wissen, dass es hier mehr zu tun gibt. Unser nächster Schritt zur Anpassung der Ausrüstungseinnahmen wird aus dem Blick auf die Auswirkungen der Änderungen in den Raid-Belohnungen kommen. Das habe ich ja schon gesagt in dem Video. Die Raid-Belohnungen werden halt verbessert, was man da bekommt und was man vor allem nicht mehr bekommt, nämlich das, was man sowieso tausende von den Herausforderungen teilen hat. Die kommen dann nämlich nicht mehr und dafür kriegt man dann wahrscheinlich dann etwas, was man ruhig hier brauchen kann. So. Weiter geht's. Im Speziellen werden die meisten High-End-Ausrüstung als Folge dieser Änderung ein wenig leicht zu bekommen sein wird. Wir vermuten, dass einige Teile noch etwas zusätzlich Lockerung benötigen. Ja, das könnte durchaus sein. Und wir werden euch mitteilen, sobald wir die erste Rückmeldung und Daten erhalten. Ja, also sobald das hier alles in Umlauf ist, also mit dem Update von dem Raid, mit den Raid-Belohnungen, dann mal sehen, was dann so, wie das dann aussieht. Also das dürfte aber noch ein bisschen dauern, bis es da nochmal ein Thread zugibt, einen Blogpost oder irgendwas. Ja, wie gesagt, das muss dann erstmal alles anlaufen. Und dann dauert es wahrscheinlich so 2, 3 Monate, bis die wissen, okay, hat das jetzt was gebracht, war das zu wenig, muss man noch was machen und so weiter. So, hier nochmal auch eine recht interessante Frage. Habt ihr Pläne, die Art und Weise, wie die Raids gestartet werden und oder die Basisteilnehmer für die Spieler zu ändern, sodass die aktuelle 24 Stunden nur Schadenanforderungen die Gildenanführer durchsetzen müssen, um zu verhindern, dass Mitglieder Raid-Belohnungen verpassen, nicht mehr erforderlich sein wird?
Was ein Satz. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Alle 24 Stunden nur Schaden. Das haben wir aktuell im Rancor-Rate. Ja, wahrscheinlich auch irgendwann noch in einem Tank-Rate. Da wirst du wahrscheinlich auch irgendwann so umstellen, falls es nicht schon mal einigen geschehen ist. Und ja, die Antwort ist, ja, wir werden bald mit einem unserer Game Changer Partner Videos in Details eintauchen. Bin gespannt, wer das ist. Ich sicher nicht. Bin kein Ami. Aber wir haben vor, das Ganze null Schaden. Ja, anhand. Ja, das ganze null Schaden System. Vielmehr zu verbessern und das Finden von Guildmitgliedern durch Offiziere. Ja, ist ein bisschen merkwürdig geschrieben, aber die Antwort ist halt, ja, das werden sie auf jeden Fall irgendwie in anderer Form einbauen, dass man es wahrscheinlich dann nicht mehr machen muss. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gilde, bei euch in den Gilden ist, aber bei uns gibt es immer noch Leute, die tatsächlich nicht in 24 Stunden mal ein Null-Schaden-Team reinstellen. Ja, und öfters das mal keinen Loot bekommen, was eigentlich nur, also nicht, natürlich dem Spieler schadet, der es nicht macht, weil er es vergisst oder weil er es gar nicht machen möchte, was weiß ich, sondern auch der gesamten Gilde, denn ein Loot weniger. Ja, und wenn das irgendwie 10 Mann machen in der Woche, ja, das merkt man schon irgendwann, dass die Gilde nicht vorankommt, wenn der Loot nicht eingesammelt wird. Ihr merkt schon, das Video wird ein bisschen länger dauern, aber wie gesagt, es sind auch jede Menge Fragen. Ja. So, Frage. Ihr habt bestätigt, dass ein weiterer Han Solo und Chewbacca kommen werden. Könnt ihr sagen, wann ein Originalfilm Millennium Falcon kommen wird? Oder wenigstens sagen, ob ihr plant, einen zu veröffentlichen? Auch hier wieder derselbe Satz. Wir können nicht darüber sprechen, wann die ankommen werden. Wenn they... Ich denke mal, weil ist die Frage auch nicht richtig gelesen worden. Ich denke mal, zu einem neuen Han Solo Film wird auch ein neuer, also wir kommen ein neuer Han Solo und ein neuer Chewbacca. Aber ich denke, man wird auch einen brandneuen Millennium Falcon bekommen. Weil ja die Schiffe ihren eigenen PvE-Modus bekommen. Und ich denke, im Zuge dessen wird auch ein neues Schiff kommen, ein neuer Millennium Falcon. Bin mir ziemlich sicher. Hier ist noch was Interessantes. Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, ein Future hinzuzufügen, mit denen man die Territorialkriege oder Arena-Kämpfe ja, zu beobachten, um herauszufinden, wo man Probleme hat. Die Antwort ist nämlich recht interessant. Wir hatten Kampf-Replays und konnten damit andere Verbündete in den Territorialkriegen beim Kämpfen zuschauen. Aber leider mussten wir sie aus dem Update entfernen, um es rechtzeitig rausbringen zu können. Auch wieder hier der Hinweis, dass Territorialkrieg einfach zu früh kam. Ja, es hatte irgendwie, genau wie dunkle Seite, Territorialschlachten. Ja, man hatte das Gefühl, es kam einfach zu früh, ohne es auch nicht zu testen. Und hier haben wir jetzt die Bestätigung. Ja. Da war nicht mal dieses Replay-Funktion drin, also dass man, oder auf jeden Fall, dass man die Kämpfe anschauen konnte. Schade, dass es nicht drin ist. Aber es geht noch weiter. Es sind erhebliche Tech-Arbeiten für synchrone Gameplay geschehen. Erforderlich, welche wir aktuell einfach nicht haben. Aber wir würden es wirklich gerne machen in der Zukunft. Ja. Es ist durchaus möglich, dass das noch irgendwann kommen wird. Aber auch hier wieder, ich denke mal, das hat keine hohe Priorität mehr. Ja, da gibt es einfach zu viele andere Baustellen, die da auch wichtiger sind. Ja, ist wirklich, wie gesagt, schade, dass das nicht gekommen ist, weil sie halt das unbedingt rausbringen mussten. Ja, hätten sie lieber noch ein bisschen mehr Zeit investiert und da hätten wir jetzt schöne, ja, Replays. Es sind ja eigentlich keine Replays. Ja, vielleicht sind es auch Replays, die man einfach anklicken kann und dann sagt hier, man sieht jetzt das Team gegen das Team kämpfen oder vom nächsten Gegner und so weiter. Ja, dass man das irgendwie angucken konnte. Naja, so, hier noch eine interessante Frage. Mit dem kommenden In-Game-Chat-Änderung werdet ihr es den Offizieren erlauben, goldene Banner oder Titel zu erstellen oder zu ändern? So, und die Antwort ist ja interessant. Ja, mit den kommenden Chat-Änderungen werden Spieler die Möglichkeit haben, bis zu 20 Chat-Kanäle zu erstellen. Der Besitzer, Ersteller des Kanals, kann dann die Banner ganz oben ändern. Im Übrigen, diese 20 können aus bis zu 5 Gilden-Kanälen und 15 benutzerdefinierten Kanälen bestehen, die 2 bis 5 Spieler enthalten werden.
Ja, also es wird insgesamt, wenn man nur 20 Kanäle haben, also 20 Kanäle kann man erstellen. Bin mir nicht sicher, ob jeder 20 Kanäle erstellen kann. Klingt schon ziemlich viele. Fünf davon werden auf jeden Fall für die Gilden, Kanäle reserviert sein. Ne? Also man hat gewissermaßen nur 15 Kanäle. Ja, also wenn die Gilde 5 Kanäle gemacht hat, dann hat man nur noch 15. Jeder. Wenn ich das richtig lese. Aber klingt trotzdem noch sehr viel. Auf jeden Fall wird es in jedem Kanal zwischen 2 und 500 Spieler Platz haben. Warum 2? Keine Ahnung. Wahrscheinlich brauchst du einen, um den einen zu öffnen oder was? Keine Ahnung. Ja. So, und hier ist das, was interessant ist. Kommt Porkins an die Tische? Falls ihr euch erinnert, Porkins ist der, der auf den Todesstern geschossen hatte und hat ihn dann irgendwie verfehlt. Und das musste dann Luke machen. So, und die Antwort ist knapp und klein, nämlich no. Heißt also, dieser Charakter kommt definitiv nicht. Bei den anderen Fragen, die ich jetzt schon ein paar drin hatte, war die Antwort immer, wir können nicht sagen, wann es kommen wird. Das heißt also, es wird kommen, wenn ich das richtig lese. Ja, deswegen fand ich das sehr interessant. Ja, also das ist irgendwie dann der Hinweis. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Porkins nicht kommen wird. Also auch nicht in Zukunft oder irgendwas. Na, vielleicht irgendwann mal. Aber ich denke mal nicht. Warum auch? Was will man mit dem? So, wir haben jetzt wieder ein paar Fragen übersprungen. Kommen wir mal zu der Frage hier. Nun, da der Galaktische Krieg Simba ist, gibt es einen Plan, die Schwierigkeit entweder rückgängig zu machen oder einen harten Modus anzubieten für diejenigen, die die Herausforderung zurück wollen. Bin ich auch einer davon, vor allem auch für den für mehr unterschiedliche Teams, für Videos auf meinem Test-Account, ja, denn aktuell hat man da nur die Auswahl in der Arena und viel mehr kann man nicht zeigen, deswegen ja, man hat da nur die Auswahl aus den, was weiß ich, 10, 15 Leuten, die man da hat, und dazu muss man natürlich auch erstmal weiter hinten ankommen und ja, es ist halt nicht optimal. So, und die Antwort ist, es wurde im Studio besprochen, aber wir haben einige Ideen. Es wurde im Studio besprochen und wir haben einige Ideen vorbereitet, meine Güte. Ist ein komplizierteres Design, als ihr vielleicht auf den ersten Blick denkt, ziehen wir einfach aus den hohen Machtteams die Gegner. Kümmern wir uns um spezifische Herausforderungen. Wenn wir spezifische Herausforderungen machen, wie oft wechseln wir die? Was werden die Belohnungen dafür sein? Erwarten wir, dass jeder daran teilnimmt? Soll nicht heißen, dass wir es für zu schwierig halten, diese Sachen herauszufinden, aber das braucht Zeit, um all das zu entwerfen und es hat jetzt einen niedrigen Priorität. Was ist ein schweres Wort für uns? Es könnte jedoch ein wichtiges Feature in der Zukunft werden. Ja. Ist eine lange Antwort, aber naja. Ich hoffe jedenfalls, dass sie es wieder einbauen. Vielleicht mit besseren Belohnungen, habe ich ja auch gesagt. Dass man da bessere Belohnung einfach kriegt, sondern gewissermaßen einen zweiten galaktischen Krieg hat. Und man sucht sich dann einfach einen aus. Oder vielleicht kann man auch beide machen, ist ja egal. Ja, nur mal sehen. So, weitere Frage. Gibt es irgendwelche Pläne, die Anzahl der Omegas, die man aus den Omega-Kämpfen bekommen kann, zu erhöhen? So, und die Antwort ist: keine Pläne, die Anzahl aus den Omega-Kämpfen zu erhöhen, aber Pläne für mehr Omega-Belohnungen von anderen Quellen. Naja. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass sie es woanders erhöhen, aber nur in den Omega-Kämpfen nicht, denn da gibt es ja immer nur eins. Oder waren es zwei? Ich glaube eins. Ja, naja. So, hier die Frage kam ja auch bei mir öfters auf. Gibt es irgendwelche Pläne für mehr die letzten Jedi-Charaktere, genauer gesagt für Charaktere der ersten Ordnung, die Meta sein könnten? So, und hier wieder. Wir können nicht darüber sprechen, wann weitere die letzten Jedi-Charaktere in das Spiel kommen werden. Ja, also auch hier wieder, wann, wissen sie nicht, können sie nicht drüber reden. Aber dass wir hier kommen werden, habe ich auch schon gesagt. Das war garantiert noch nicht alles, was wir da jetzt haben. So, jetzt sind wir auch schon auf der dritten Seite und die Frage hier. Wird die Unterscheidung zwischen Unterstützung und Heiler für verschiedene Charaktere noch überprüft? Vor allem für Einsiedler Yoda, der hauptsächlich heilt, aber den Gesundheitsbonus für den Sith-Rate nicht hat, weil er als Unterstützung klassifiziert ist.
im geringen Maße auch Captain Han Solo. So, die Antwort ist: Wir überprüfen regelmäßig viele der Bezeichnungen im Spiel. Im Moment fühlen wir, das ist ein toller Satz, im Moment fühlen wir, ja, sie fühlen, dass einzelne Yoda und Captain Han Solo korrekt als Unterstützungscharaktere klassifiziert sind. Wir können die Veränderungen in Zukunft vornehmen, aber wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Absicht, sie zu ändern. Ja. Tja. Ja, es sind noch jede Menge Fragen, aber ich habe jetzt noch zwei, die ich jetzt ausgesucht habe. Diese hier. Wie wird Bosk in das Spiel kommen? Marquis, Event oder Legendärs? Ja, sie können diese Information noch nicht zu diesem Zeitpunkt teilen. Dazu kann ich sagen, es wird eh wieder Marquis-Event, weil es so wichtig ist, der Charakter dann auch wieder nicht. Deswegen habe ich das ja ausgesucht. Die Frage kann man sich eigentlich sparen. Man weiß ungefähr, was sein wird. Legendär wird er garantiert nicht sein. Denke ich mal nicht. Wie gesagt, so bekannt ist er nicht. Da heben sie sich legendäre Events, das mehr Aufwand verbunden. Ja, müssen das. Brauchen da, was weiß ich, neue. Es ist auf jeden Fall aufwendiger, legendäre Events zu machen, als gerade normale Marquis-Events. Und vor allem legendär heißt ja auch, dass es dann weniger Geld gibt. Denn, gut, man braucht dann wahrscheinlich irgendwelche Charaktere, auf die man braucht. Ja, also, weiß nicht genau, wie das dann aussehen könnte. Aber, grundsätzlich, von dem, was man brauchen könnte für Bosk, ist eigentlich nichts dabei. Von dem her denke ich mal, dass das einfach ein Marquis-Event wird, also ein ganz normales Event. So, und die Frage hier fand ich jetzt noch lustig. Das war die letzte, die ich hier in mein Video reinpacken werde. Gibt es eine Abteilung für Updates vor der Veröffentlichung geprüft und testet? Die Antwort ist sehr lustig. Sicherlich existieren sie. Wir haben unsere QNA, also Quality Assurance oder Qualitätssicherung heißt das auf Deutsch, und Spielbalance-Teams. Unser QNA-Team ist eine sehr talentierte Gruppe von Qualitätssicherungsspezialisten. Also ein tolles Wort, die sich mit Softwareproblemen auskennen, und unser Spielbalance-Team hat das die Abstimmung von Charakteren und Inhalten bewertet. Ja, SWGO ist ein großes Spiel mit vielen dynamischen Interaktionen. Wir bemühen uns, alles abzufangen, aber manchmal rutschen uns ein paar Dinge durch. Nachdem wir größere Fehler übersehen haben, überprüfen wir unseren Prozess und aktualisieren ihn entsprechend, um künftige Probleme zu vermeiden. Ich frage mich, aus wie vielen Leuten das Team besteht. Es können nicht viele sein. Wahrscheinlich haben sie einen im QA und zwei im Game Balance Team oder so. Team, ja, sein. Und mehr sind das nicht. Also, so ein großes Spiel scheint es doch sehr oft vorzukommen, dass ziemlich grobe und große Fehler passieren. Eventuell sollten sie da sich mehr Zeit und Geld investieren, um das zu verbessern. Das fand ich halt noch ein bisschen lustig, deswegen habe ich das noch zum Schluss reingenommen. Ja, das war's. Hier sind noch viele weitere Fragen. Wie immer, den Link packe ich in die Videobeschreibung. Ja, könnt ihr auch nochmal selber die wichtigsten Fragen für euch raussuchen. Es sind ja einige dabei. Ja, ich wollte jetzt einfach nicht alles übersetzen. Das Video geht wahrscheinlich jetzt schon ewig lang. Ich weiß nicht genau, wie lange ich habe es aufgeteilt. Von dem her, ja, ich habe ein paar rausgesucht. Das ist mehr, als ich beim letzten Mal gemacht habe. Wie gesagt, da hatte ich einfach kein Video gemacht, sondern einfach im Livestream das ein bisschen versucht zu beantworten und ein bisschen vorzulesen. Aber jetzt diesmal Videoform. Ich weiß nicht, ob ich das immer machen werde, weil es ist wirklich ein Riesenaufwand, das zu übersetzen. Ich habe es vielleicht gemerkt, am Anfang habe ich es noch mit dem Google Translate übersetzt, deswegen waren die Sätze nicht ganz so toll, bis ich da auf die Idee gekommen bin, es selber zu übersetzen. Und das geht wesentlich besser. Es klingt auch ein bisschen besser, aber für alle, falls euch die Sätze ein bisschen merkwürdig vorkamen, es liegt aber auch daran, dass die Leute so komisch geantwortet haben. Ich meine, wenn ihr das mal selber durchlest auf Deutsch und Englisch, die Sätze sind wirklich sehr ausschweifend und nicht auf den Punkt gebracht, genauso wie die Antworten. Ne? Also, naja, aber so ist das halt auf Englisch. Deutsche Sprache ist eben halt eine schöne Sprache, die kann man, ja, wir haben für jeden Scheiß ein extra Wort, und die Amis haben für ein Wort irgendwie fünf Bedeutungen oder so. Deswegen ist es immer sehr schwer, das zu übersetzen. Aber nichtsdestotrotz, ich danke mal wieder für alle, die es bis hierhin durchgehalten haben. Ja, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.
Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.